Moin Leute, herzlich willkommen zu Danjas Tea Time. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Short Reaction gemeinsam mit Khan. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Let's go. Ich glaube, das wird super. Ja, es passt aber auch alles. Das ist so akkurat schon wieder. Oh, let's go. Du auf der Straße, wenn du von random Leuten angesprochen wirst, die dann so sich vor, weiß ich nicht, dem Treviri-Brunnen in Rom da jetzt hinposiert haben und dann spricht dich jemand an und sagt so: Entschuldigung, können Sie ein Bild von uns machen? Das mag ich auch nicht so gerne, weil ich dann auch so denke, die setzen ihr komplettes Vertrauen für gutes Fotos jetzt in dich so. Und du musst liefern. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt abzuliefern. Und dann machst du Scheißfotos. Ja. Ja. Und dann haben die da, keine Ahnung, 15 beschissene Fotos auf ihrem Handy. Dann holt sie dir ein Eis, ist 10 Minuten später an dem gleichen Ort vorbei und die lassen sich nochmal fotografieren. Oh ja, das wäre jetzt ein bisschen unangenehm. Also, ich gebe immer alles, wenn Leute mich fragen, ob ich ein Foto von denen machen kann. Ich hocke mich auch auf den Boden und so, ich gebe alles. Ja, mache ich auch. Aber ja, aber meistens trotzdem hat man schlechtes Gewissen, weil man denkt, okay, ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Ja. Nur wenn sie sich das dann angucken auf dem Handy direkt danach, denke ich mir so, boah, die sagen jetzt bestimmt richtig schlecht. Ja, oder dann halt so dieses, kannst du vielleicht noch welche machen? Ja, das hatte ich bisher noch nicht. Doch, ich schon. Kannst du vielleicht noch eins machen? Und dann ist so, ich weiß nicht, ob du willst, dass ich das jetzt nochmal mache. Oder noch viel schlimmer, wenn Leute wissen, dass ich Social Media mache und die mir dann deswegen das Handy geben, in der Hoffnung, ich kann gute Fotos machen. Aber der Punkt ist, ich mache ja nicht so oft Fotos von Leuten. Ja, das stimmt. Das bin ja meistens ich. Deshalb kann ich das nicht. Das stimmt. Das kann ich so bestätigen. Ja, das ist sad. Das ist sad. Zumindest keine guten Fotos. Müsst immer Flo fragen. Der Flo macht die besten Fotos. Huch, was ist denn hier los? Oh nein! Warum die Katze am Ende? Hä, aber warum kam da eine Träne aus der Katze? Hä? Sie war traurig. Ja, aber Katzen können doch nicht heulen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war sie krank. Mach doch jetzt weiter, Mann! Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich sag mal so, wie es ist. Also, meine Frau ist in einem Beruf, wo sie auch sehr viel, fast ausschließlich halt mit Zahlen arbeitet. Mhm. Du weißt ja, was sie beruflich macht. Ja, ich weiß es. So. Und trotzdem erwische ich sie immer wieder dabei, wie sie 1 plus 1 in einen Taschenrechner eingibt. Ey, aber ich sag dir ehrlich, ich kann's verstehen. Ich versteh's nicht. Doch, ich kann's verstehen. Ich kann's voll verstehen. Man muss da sicher gehen. Man muss sicher gehen. Ja, aber man kennt es. Ja. Wir hatten jetzt Schuhe von 1 bis 5. Let's go. Gib mir meine ersten Schuhe. Kann man auch Platz 10 sagen? Ja. Bei Danja ist das wahrscheinlich Platz 1, wenn es auf den Spielplatz geht. Nee. Ich würde sagen, die würde ich schon auf Platz 5 setzen. Also, ja, ich sage auch Platz 5. Die finde ich nicht so wild. Winterboots, nice. Die 9, eher nicht so. Ich würde sagen Platz 4. Wir sind mal noch nicht so kritisch. Leute, schreibt mal eure Lieblingsschuhe. In die Kommentare. Bitte keine Winterboots mehr. Ach, ja. Oh, ich finde, die können stabil auf die 3. Ja, ich würde auch sagen, die sehen schon ein bisschen fresh aus. Ja. Also, Platz 5. Toll. Aber wenigstens direkt mal Platz 5 gefunden. Ja. Oh nee, das sind Axt. Die Axt gehen auf Platz 580. Hä, was? Das muss doch keine Axt sein. Ist das nicht hier das Axt-Logo?
Ist es das? Ach so, ja, weiß ich nicht. Weil wenn das jetzt so Hausschlappen wären, würde ich sagen, können schon auf die 2. So also ja, wenn es normale Hausschlappen sind, aber nur wenn hier Dings, ne? Nur wenn vegane Schuhe sind. Ja, nice, ist okay, ne? Wir haben verstanden. Platz 3. Jetzt haben wir schon mal die letzten Plätze. Jetzt brauchen wir noch Platz 2 und Platz 1, bitte. Oh, stabile 1. Ganz klar. Also das ist ja ganz klar, dass die auf die 1 kommt. Chelsea Boots? Trägt man die noch? Kahn, ich trage die noch. Platz 1. Ich weiß. Alles gut. Ich habe auch noch welche. Echt? Ist das so? Ja, das ist so. Noch nie angehabt. Ja, ich habe sie relativ selten an. Das stimmt. Ja, ich habe sogar so ähnliche in weiß. Mein Freund mag die zum Beispiel gar nicht. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Mögt ihr diese Schuhe? Er sagt, das sieht auch, auch aus wie Gummistiefel. Platz 2. Ja. Ja. Stabiler Platz 1. Stabil. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt wirklich mein Platz 1. Mhm. Ja, auf jeden Fall top. Ja. Eieiei, deshalb 1 und 5 muss man sich immer frei halten bei sowas eigentlich, ne? Du weißt nie, was kommen kann. Die ist so krass, ey. Die ist so krass, Mann. Die ist so heftig. Oh. Oh, Gewinner kriegt $500. Ja. Glauben wir mal. Was? Also ich finde erstmal, sieht beides heftig aus. Sieht beides einfach aus, als würden die in real vor mir stehen. Aber boah. Wer sind die? Ist die gerade auf dem Schlauch? Ist vom Fortnite. Ach so, okay. Das müsste vom Fortnite ein Skin sein. Okay. Sieht heftig aus, ne? Krass. Ja, ja, das sieht schon heftig aus. Ja. Bro, du hast dir nicht ernsthaft den neuen iMac Pro Studio geholt. Doch, aber in der günstigsten Konfiguration für nur 420.69 €. Und was hat der für Specs? Also in der günstigsten Konfiguration ein Dual-Core-Prozessor aus 2006 und 16 GB Speicher. Nur 16 GB Arbeitsspeicher? Nein, nicht Arbeitsspeicher, eine 16 GB Festplatte. Arbeitsspeicher sind 32. Na, immerhin. Megabyte. Aber der läuft trotzdem besser als jeder Windows-Rechner. Einfach weil macOS so optimiert ist. Aha, und wie viel FPS hast du so in Minecraft 2? Nee, Spiele lassen sich darauf gar nicht installieren, aber der ist ja auch nicht zum Spielen, sondern zum Arbeiten gedacht. Okay, und was arbeitest du da drauf? Naja, gar nichts. Es lassen sich keine Programme mehr auf Macs installieren. Es gibt kein einziges Programm mehr, das auf macOS läuft? Nur noch Windows. Jetzt will ich aber im Internet surfen. Gib's mir mal bitte meinen Mausadapter. Das hier? Ja, genau. Das alles brauchst du nur, um deine Maus anzuschließen? Ja, und man kann auch nur ein Gerät gleichzeitig anschließen, deshalb muss ich den Monitor ausmachen. Wie siehst du dann was? Na, ich bewege die Maus, dann mache ich die Maus ab, schließe den Monitor an und dann gucke ich, wo sich der Mauszeiger hinbewegt hat. Ich glaube, wir bewegen uns also mit diesen neuen Apple-Goggles da, mit diesen, weißt schon, die Brille, die Apple gelauncht hat. Ich Apple glaube, Vision. Ja, Apple Vision, genau. Ich glaube, irgendwann setzen wir uns alle nur noch eine Kontaktlinse ein und dann geht's los. Es ja, wieso nicht? Es ist so heftig. Was ist da es jetzt ist das heftig. Problem? Ich hab's doch nur gesagt, dass ich glaube, dass es so ist. Was ist denn jetzt? Suchst du jetzt schon wieder Probleme? Nö, eigentlich nicht.
Heute zeige ich euch die besten Geheimverstecke in Brookhaven, die ihr garantiert noch nicht kanntet. Fürs Erste brauchen wir dieses Haus. Dann müssen wir in das Zimmer direkt hinter der Treppe und... Okay, Sadie, ich will wissen, ob wir die wirklich noch nicht kannten. Genau hier durch den Boden. Wow, ganz schön gruselig. Und fürs Nächste brauchen wir dieses Haus. Dann müssen wir nur noch... Stopp! Dieses Secret ist nur für die Augen derjenigen bestimmt, die ein Abo und einen Daumen nach oben dagelassen haben. Oh, okay, wenn das so ist, dann hoffe ich mal, dass ihr das gemacht habt, Leute. Auf jeden Fall können wir an genau der Stelle dann durch die Wand schwimmen und finden einen super... Kennen wir? Krass Geheimraum mit Pflanzen drin. Kennen wir auch? Heute zeige ich euch die besten Geheimverste... Jetzt grüßte Motten! Ja, die kann wie, wir schon. Wie, war's das schon? Ja, das war's schon. Ja, okay. Die kann ja, die kennen wir, Sadie. Sadie, wir brauchen mehr davon. Zeig uns welche, die wir noch nicht kennen. Das ist so heftig. Es ist so heftig. Ja, schon krass. Es ist schon krass. Es ist so, so krass. Ich weiß auch nicht, ey. Heftig, heftig, heftig. Ich habe wieder meine alten Nageldesigns. Und als Erstes habe ich mir dieses trippy Nageldesign rausgesucht. Okay. Khan, du musst auch bewerten, okay? 10 von 10. Was sagst du? Also 1 bis 10 für diese Nägel. 4. Der Effekt hätte noch stärker sein können, aber ich finde die schon richtig cool. Die kriegen eine 7 von 10. Als Nächstes sind diese Sailor Moon-Nägel dran. Was sagst du? Die sind cool. 8 von 10. Und ich als alter Sailor Moon-Fan liebe sie natürlich. Denen würde ich eine 8,5 von 10 geben, aber weil ich so ein Fan bin, mache ich 9 von 10 draus. Jetzt kommen diese süßen Hundenägel. Wer sich Was sagst du? Boah, 3 von 10. Renat weiß, dass nicht ich die gemacht habe, sondern meine kleine Schwester. Und die ist einfach erst 8 Jahre alt. Was? Was? Okay, das ist natürlich krass, dann sage ich 7 von 10, also... Und dafür kriegen sie eine 11 von 10 von mir. Das letzte Design für heute ist dieser Hamburger. Also genauer gesagt, die McDonald's-Nägel. Wenn man unterwegs Hunger hat, kann man da ein wenig dran rumknabbern. Das Spaß natürlich nicht. Die finde ich für den Aufwand auch richtig cool. 9 von 10. Was sagst du zu den Burger-Nägeln? Ja, also wenn man so kreativ auf jeden Fall 10 von 10. Vom Design würde ich jetzt so sagen, so 6 von 10. Würdest du dir nicht auf die Nägel platschen? Ich sehe jetzt schon wieder Danja hören. Ja, das bin ich! Hä? Das stimmt wirklich! Ich habe gar nichts gesagt! Ich habe gar nichts gesagt! Aber das wolltest du gerade bestimmt! Was? Das würdest du und hast du wahrscheinlich. Nee, ich wusste gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil ich noch verwirrt war. Weil ich gerade erst nicht sicher war, um was es ging. Und ich habe es erst beim letzten wieder gecheckt. Wie immer bei Short-Videos. Aber ja. Ich zähle mich zu dieser Gruppe, deshalb, ja. Warum diese Musik? Ich weiß, ihr könnt die Musik jetzt nicht hören, aber... Ich habe das nicht verstanden jetzt gerade. Worum ja, ging es das? Geht hier. Du musst auch mal zwischendurch die Caption lesen. Also Minecraft-Logik in 35 Sekunden. Ich habe es immer noch nicht begriffen. Ja, dass bei gewissen Sachen man Schaden bekommt und jetzt zum Beispiel am Ende auf dieser Säge, auf dieser Steinsäge passiert zum Beispiel gar nichts. Ah. Ich fand die Musik sehr passend. Ja, die habt ihr leider nicht gehört, Leute. Schlafen! Schlafen! Videospielen! Waffeln! Papa geht Milch holen! Videospielen! Pizza! Schokolade! Videospielen! Tacos! Videospielen! Videospielen! Papa kommt nicht wieder!
explosiver Durchfall. Und das bist du, Karin. Ja, aber 20.45 Uhr ist schon recht spät. Bei dir ist es eher so morgen. Ja, also ich glaube, an so Sommer hätte ich in Sommerferien so wahrscheinlich schon so um 13 Uhr, 14 Uhr. Väter. Warum sind Väter so? Mein Vater ist so und dein Vater ist so. Warum mein Vater ist seit 10 Jahren Milch holen? Ich bin zurück, ich hab die Milch. Ach Papa, ich bin noch vegan, ich wollte Hafermilch. Ja. Dann ja. Aber wie sind sie jetzt eigentlich? Ich bin wieder da. Oh, sorry. Endlich. Mein anderer Sohn wollte Hafermilch, der komische. Aber sind wir mal ehrlich. Unser Vater ist ein verdammtes Fragezeichen. Boah, war der schlecht. Manchmal steht der da einfach nur rum und guckt. Papa, was machst du? Ich stehe rum und gucke. Oder du findest ihn um 3 Uhr nachts in der Küche. Opa, du willst auch? Nein. Und Papa? Und ja. Er schläft doch immer und überall. Beim Fernsehen. Am Handy. Und im Bett. Ach nee, das war ja normal, ne? Idiot, Alter. Kein Bock auf Schule. Papa, ich bin krank. Du gehst trotzdem zur Schule. Nee. Ich weiß, der klappt nie. Papa, ich hab Fieber. Liegt am Handy ab zur Schule. Papa, mir fehlt ein Bein. Das liegt am Handy ab zur Schule. Ja, okay, vielleicht ein bisschen doof. Musstest du aber mal als Kind mit deinem Vater lernen? 3 mal 3. Was denn? Du hast 3 und machst die mal 3. Keine Ahnung. 6, du Idiot. Und wer ist eigentlich der Mann im Haus? Ich natürlich. Was? Ich meine, deine Mutter. Die hat ja eh mehr Bart als ich. Papa. Ja. Ich wurde entführt. Oh, das liegt an deinem Handy und du gehst trotzdem zur Schule. Väter. Sehr gut. Oh, das war sehr, sehr witzig. Stimmt auch. Ja. Das ist äußerst akkurat wahrscheinlich, musst du sagen, aber äußerst akkurat wahrscheinlich. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß bei dieser Short Reaction. Und dann bleibt es für heute nichts anderes zu sagen, guys. Ciao, Kakao. Tschüss.